Hallo zusammen. So, heute sind wir hier, wie versprochen, wie angekündigt, zusammen mit Norman Schlappschi und Ulf Bohlender. Und ja, wir haben sie uns mal eingeladen, weil es gibt ja doch einige Fragen zu den neuen Gymkhana-Funktionen, die jetzt seit ein paar Tagen draußen sind. Seit gestern gibt es ein Tutorial, gibt es eine Art Anleitung auch im Netz, könnt ihr euch da schon mal das genauer anschauen. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben viele Fragen und wir haben uns gedacht, wir setzen es einfach zusammen und ihr habt die Fragen gesammelt in der Community und gehen es einfach durch und beantworten euch einfach alles, was jetzt momentan so bei euch an Fragen hochkam. Legen wir los. So, guten Morgen von mir. Wir sind heute im Namen der Community eingeladen worden zu Martin, um einfach mal die Anliegen der letzten Tage mal zu beantworten. Also Frage Nummer 1. Martin, erklär uns mal, wie fahre ich die Targets am besten an, um möglichst viele und auch effektive Punkte dann zu erhalten? Jo, genau. Wir machen das. Ja, also es ist so, wir haben ja vier verschiedene Codes, die ihr hier auf diesen Leichtklebefolien oder Mikrosaugnapffolien euch quasi hier dann abziehen könnt. Und euch beliebig irgendwo platzieren, anheften könnt. Und die vier Codes haben eben vier verschiedene Funktionen, vier verschiedene Aufgaben, die da zu erfüllen sind. Es gibt zwei Aufgaben, da müsst ihr möglichst schnell drüber fahren. Es gibt zwei Aufgaben, da müsst ihr mit möglichst großem Driftwinkel drüber fahren. Und dementsprechend gibt es halt unterschiedlich Punkte. Das ist eigentlich der Hintergrund, dass man verschiedene Aufgaben erfüllt und wenn man die eben geschickt fährt, also richtig fahren, heißt in dem Fall halt das machen, was halt gefordert ist. Bei der einen möglichst quer, bei der anderen möglichst mit Speed. Und da gibt es auch zwei unterschiedliche Arten von Aufgaben. Die einen sind die, da fangen wir einfach an, wie ich sage, wir zeigen es ja ein bisschen, oder? Genau. Nennen wir nochmal so einen Code jetzt. Wir fangen mal an mit den Aufgaben, die etwas komplexer sind sogar. Also dringend nach vorne. Okay. Genau. Das ist der 180 Grad Speed Drift. Da geht es darum, dass ihr drüber fahrt und danach, nachdem ihr drüber gefahren seid, einen Drift hinlegt von 180 Grad, also 180 Grad im Kreis. Und dabei möglichst schnell, weil da ist auch Speed die Aufgabe, unterwegs sein, dafür gibt es viele Punkte. Grundsätzliche Sache bei dem Ganzen, die Frage, ich weiß nicht, ob die noch kommt, aber letztendlich ist es auch eine wichtige Frage, wie genau diese Codes erkannt werden und was da im Zusammenhang passiert. Es ist so, die Codes erkennt das Fahrzeug, die Targets und die Information, was jetzt für eine Aufgabe zu fahren ist, geht dann an die App. Und es ist nur das Auslösen dieses Events. Das heißt, ihr müsst also nicht mehrfach den Code irgendwie während der Aufgabe überfahren, ihr müsst da einmal drüber fahren und im nächsten Moment ist diese Aufgabe quasi aktiv und dann müsst ihr die erfüllen. Ihr müsst beim Drüberfahren auch darauf achten, dass ihr quasi schon im Drift da reinfahrt und dann eben, wie gesagt, solange ihr in dieser Figur drin bleibt, werden die Punkte gezählt. Wenn ihr jetzt mal da drüber fährt, werdet ihr das auch hören akustisch, wir haben dann Sound, ich hoffe, man hört es. Und zwar ist es so, dass bei jedem Punkt, also wenn es blinkt zu hören ist, wird quasi gemessen, wie schnell ist mein Auto und in welchem Driftwinkel fahre ich. Die App weiß das ja ganz genau, weil sie es ja berechnet hat. Und anhand dessen werden eure Highscores berechnet. Das ist bei 180 Grad eben dieser Halbturn. Und beim 360, kommen wir auch noch dran, aber eben ist ja fast schon 360 geworden. Ja. Also das sind Punkte, ob man die jetzt gerade sieht. Ja, waren 636 Punkte, war jetzt nicht so viel, lag aber daran, dass er eben auch relativ eng geworden ist, weil wir jetzt gar nicht so viel Platz hier haben. Und weil er eben besser mit Speed drüber fahren soll. Und das gleiche jetzt mal 360. Da geht es jetzt darum, möglichst eng zu fahren und mit möglichst viel Driftwinkel. Und dann gibt es da entsprechend Highscores. So, Start. Genau. Genau. Was haben wir jetzt? Das war ganz gut. 828. 828 Punkte, also. Darf ich mal kurz? Also, man muss nicht zweimal über den Code drüber fahren. Ja. Weil, das habe ich gerade gesehen, da ist nur einmal über den Code drüber. Dann wurde die Aktion aktiviert. Und anschließend kann ich auch außerhalb von dem Code in 60. Genau, das ist genau der Punkt. Also, ihr müsst einmal drüber zum Auslösen. Wenn ihr nochmal drüber kommt, macht nichts, weil die App ist in dem Moment noch in diesem Modus drin, das heißt, ändert sich nichts. Wenn ihr aber nicht nochmal drüber fahrt, genauso. Also ihr müsst einfach 360 Grad im Kreis fahren und danach ist die Aufgabe abgeschlossen. Warte nochmal.
genau. Es reicht vollkommen aus, um die Punkte genau, zu holen. Genau, volle Wertung. Ja. Und eben, ob ihr einmal oder zweimal drüber fahrt, macht erstmal keinen Unterschied. Ja? So, das waren die beiden etwas komplexeren Aufgaben, weil eben mehrere Messpunkte stattfinden. Dann gibt es noch zwei weitere Aufgaben. Einen Speeddrift. Denen ihr, genau, Speeddrift und Angledrift. Bei denen ihr tatsächlich nur einmal drüber fahrt und in dem Moment, wo ihr drüber fahrt, löst es die Event aus. Und es gibt quasi eine Messung kurz nach diesem Target. Und zweimal anfangen. So, einmal Speed, einmal Lenker. Gleiches Spiel. Bei dem einen nimmt möglichst viel Karacho drüber und bei dem anderen möglichst quer. Und dementsprechend kriegt ihr einfach eine andere Gewichtung der Punkte. So. Ihr habt zwischendrin gehört, da kommt ein Clear. Clear bedeutet, wenn der Drift danach abgebrochen wurde. Ihr müsst nach einem Drift den Drift abbrechen, also das Fahrzeug gerade richten oder auch in die andere Richtung fahren danach. Erst dann könnt ihr die nächste Figur fahren. Ganz wichtiger Punkt. Und ihr habt auch gehört, da kam dann so ein Rap-Ton, wo ihr nochmal über die Linie drüber gefahren seid. Das bedeutet einfach nur, dass kein Driftwinkel vorhanden war. Und in dem Moment gibt es keine Punkte. Aber jetzt habe ich die Hälfte der Aufgabe der Frage vor. Ja, so ist nochmal es. Mal weiter, egal. So vergesst es durch jetzt. Also. Die nächste Frage, ja. Wie oft darf man den einzelnen Code hintereinander überfahren? Zweimal, dreimal? Genau. Ja, ihr dürft die Codes tatsächlich öfters überfahren, aber genau was ich eben schon sagte, ihr müsst dazwischen einen Clear einbauen. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht irgendwie im Kreis um ein Hindernis immer wieder drüber fahren, weil wenn ihr den Drift nicht unterbrecht, dann wird das nächste Target nicht gewertet. Also nicht wundern, wenn ihr dann meint, hey, das hat das Target nicht erkannt. Das liegt einfach daran, dass ihr zwischendurch keinen Clear gefahren habt. Und damit wird es eben das weitere von den weiteren Tages nicht gezählt. Okay. Jetzt kommen wir zu einer Frage, da werden wir sicherlich später nochmal genauer eingehen. Wie kann man das Tuning-Update wieder entfernen? Also kann ich, wenn ich schon mal eine Münze eingesetzt habe, ja, im Tuning, kann ich die nochmal rückgängig machen? Nein, das geht tatsächlich nicht. Also wenn ihr was ausgegeben habt, euer Fahrzeug, das ist ja alles wie im Wirklichen auch. Wenn ihr euch einen stärkeren Motor gekauft habt oder ein Allrad-Update ins Fahrzeug eingebaut habt, dann habt ihr das gekauft, dann habt ihr das auch. Und das bleibt im Fahrzeug ja auch bestehen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist auch mit dem Fahrzeug fest verbunden. Sprich, wenn ihr also das Auto nachher verkauft zum Beispiel, dann ist es tatsächlich so was wie eine Wertsteigerung, weil das Tuning bleibt mit dem Fahrzeug fest verbunden. Aber wenn ihr die Münze ausgegeben habt, dann ist sie ausgegeben. Genau, das wäre meine nächste Frage hier von einem Community-Mitglied. Wo werden die erfahrenen Punkte gespeichert? Und wo wird das Tuning gespeichert? Also gespeichert wird beides letztendlich. Sowohl natürlich auch lokal in der App, aber auch eben in der Datenbank. Und das ist auch ganz wichtig, ist ein guter Punkt. Das wird euch auch aufgefallen sein vielleicht, dass es im Moment als mal dauert, wenn man jetzt ein Tuning aktiviert oder kauft, weil jedes Upgrade oder jede Veränderung im virtuellen Tuning des Fahrzeugs wird direkt mit der Datenbank synchronisiert. Also sowohl euer Punktestand, also auch welche Tunings jetzt freigeschaltet sind. Ihr braucht eine WLAN oder eine Internetverbindung dafür, sind dann direkt in der Datenbank gesichert. Das heißt, wenn euch da mal irgendwie mit dem Handy was passiert, ihr braucht ein neues Handy oder wechselt das Handy, passiert nichts, weil es ist alles fest bei uns in der Datenbank hinterlegt. Fest verbunden mit der MAC-Adresse von dem jeweiligen Fahrzeug. Okay, also Tuning bleibt auf dem Fahrzeug, für immer. Genau. Und erspielte Münzen bleiben profilgebunden. Richtig, ja, das ist auch immer kommt. Genau, also ihr habt zwei Sachen, ihr habt eure eigenen Punkte, die bleiben ja immer, die gehen ja auch, die werden nicht ausgegeben, die bleiben für euch, da seht ihr euer Highscores, da könnt ihr euch letztendlich dann auch langfristig auch mit anderen vergleichen. Und genau, die eigentlichen Tuning-Sachen, die ans Fahrzeug, wie das Fahrzeug getunt wurde, die sind im Fahrzeug. Okay. So, die nächste Frage. Wenn ich einen V12 gekauft habe, kann ich mit dem Tuning einen Motorwechsel zum Beispiel zu einem V12-Motor vornehmen? V12, ne, verstehe ich nicht. Bei ihm V8. Nee, natürlich. Ja klar, ist so. Also ihr könnt tatsächlich, vielleicht zeigen wir euch das mal ganz kurz, auch mal kurz, wie das funktioniert, wenn ihr Punkte ergeben. Wenn uns eure Kamera geht, mal herkommt. Stefanie macht das. Kamera, wie immer. So, guck mal, ob man das hier sieht. Ich habe jetzt hier ein Auto. Das
ausgegangen, ist ja egal. Das kennt ihr, das ist euer ganz normales Kartenmenü. Wichtige Sache, grundsätzlich das Fahrzeug, mit dem ihr verbunden, das ihr in der Karte ausgewählt habt. Ich habe jetzt hier nur ein Auto drin. Ich kann immer kurz noch ein zweites dazu nehmen. Also der Ulf ist verbunden. Schalten wir hier noch einen ein kurz. Nehme ich mal den Yellow Beast noch dazu. So, jetzt habe ich hier zwei Autos. Wenn ich jetzt Tuning auswähle, muss ich natürlich auch das Fahrzeug vorher wählen. Darüber entscheide ich, in welchem Fahrzeug-Account ich bin. Wenn ich jetzt hier eben auf dieses Tuning-Symbol gehe, dann sehe ich jetzt dieses Fahrzeug. Und ihr seht schon, bei diesem Turbo ist jetzt hier der Turbomotor komplett freigeschaltet. Ich habe hier alle Setups freigespielt. Ja? Für den Turbomotor, für den Originalmotor, den der Blue Blizzard verbaut hat. So, wenn ich jetzt sage, hey, ich will aber weiter, ich will mir noch was erspielen, ich will vielleicht einen anderen Motor für das Auto, dann kann ich hier mit diesen beiden Pfeiltasten die Motoren wechseln. Der V8 und der V12. Das heißt, ich bin im gleichen Fahrzeug, ich entscheide mich jetzt hier für einen anderen Motor. Wenn ich sage, hey, ich will jetzt hier den V8 haben, ich habe jetzt hier auch drei Münzen mir freigespielt, dann kann ich jetzt als nächstes die Münzen für den anderen Motor ausgeben. Also ihr könnt wirklich alle drei Motoren für jedes Fahrzeug freispielen. Und wenn wir schon gerade so schön dabei sind, dann machen wir das jetzt auch gleich noch, weil die Frage kam auch öfters. Ihr habt hier drei Münzen, die könnt ihr euch maximal gleichzeitig freispielen, dann werdet ihr aufgefordert, diese auszugeben und dafür auch ein Tuning zu kaufen. Ja? So, wenn ich jetzt die Münze haben will, dann muss ich nicht auf die Münze tippen, was man irgendwie auch intuitiv gern macht, sondern hier, guck mal, sind verschiedene Symbole auf der rechten Seite. Diese Features sind noch gesperrt, die werden freigeschaltet nach und nach. Ihr müsst hier jetzt in dem Fall als allererstes mal das Basic Setup überhaupt freischalten für diese neue Motorvariante. Und das heißt, ich gehe hier auf das Symbol mit dem Schraubenschlüssel, klicke hier drauf und dann habe ich hier eine der Münzen hier rein. Das ist das, was passiert. Wenn ich das nochmal mache, habe ich zwei, jetzt habe ich nur noch eine Münze. Also das ist der Ablauf, wie ich mir quasi dann meine Münzen in ein bestimmtes Tuning zuordne. So, dann kann ich das wieder schließen und jetzt ist das Tuning diesem Fahrzeug, dem Blue Blizzard, zugeordnet. Ja, wenn ich das andere Fahrzeug tunen will, muss ich einfach rübergehen, wieder ins Menü. Jetzt bin ich bei einem anderen Auto. Ihr seht, das ist ein V8, der hat nur eine Münze bis jetzt auf die 900 PS. Der Rest ist hier freigeschaltet, das ist jetzt ein anderes Setup, das von dem gelben Fahrzeug eben. So, das ist also das Thema, wie man hier im Menü sein Fahrzeug freischaltet. Genau. Einmal frei. So, weiter geht's. So, dann bleiben wir gerade beim Thema Münzen. Wie viele Punkte muss ich mir erspielen, um eine Münze vollzumachen? Übung, da wurde viel Philosophie. Ich habe es ja eigentlich schon ausgerechnet, haben wir gesehen. Also es war am Anfang, wo wir rausgekommen sind mit der App, das ist auch schwierig. Wir mussten auch gucken, irgendwo, wir haben viel getestet, auch zusammen mit den Jungs und noch einigen anderen und uns irgendwo auf eine Hausnummer festgelegt und wir denken, das passt gut. Weil das ist ja auch schwer einzuschätzen, wie viel wirklich da draußen die Leute, wie gut es funktioniert, wie viele Punkte man sich wirklich dann erspielt. Sind das nur die Cracks, die uns hier die Kante geben, oder ist das wirklich inzwischen so, dass da ganz viele sind? Und es war tatsächlich so, dass ihr ruckzuck natürlich ganz ordentlich euch Sachen freigespielt habt und sogar geschimpft habt, dass es zu leicht wäre. Und das ist aber so eine Sache, da muss man irgendwo anfangen. Und das haben wir gemacht. Wir haben dann aber recht schnell gesehen, das kann man so überhaupt nicht lassen. Dann ist relativ schnell der Spaß vorbei, weil wir ja auch momentan noch nicht endlos Tuning haben. Wir wollen, beide Sachen werden kommen, aber es dauert dann alles auch ein bisschen. Und jetzt haben wir eine Einstellung vorgenommen, haben das nochmal nachgesteuert, die, denke ich, gut passt. Das ist jetzt im Prinzip das Doppelte, was vorher war. Das ist irgendwie so in dem Bereich, ein bisschen mehr sogar. Wir haben jetzt pro Münze, also pro praktisch Schraubenschlüssel, den ihr euch dabei spielen könnt, sind es 15.000 Punkte. 150. Was? 150.000. So, klar. Danke. Kann man Steffen nicht auch gleich spielen. Nein, 150.000, ja. Das andere wäre natürlich ganz fatal. Ja. Dann wäre der jetzt schon durch. Ich wäre schon durch, ja. Richtig. So, weiter geht's. So. Dann wiederholt sich nochmal eine Frage, woran macht das Spiel fest, wie fahre ich vernünftig einen 360-Grad-Drift? Ja. erklär mal. Wir haben da noch ein Bild dazu bekommen, so, zu der Frage. Genau, und da sieht man, ja. Dass bei dem 360-Grad-Drift zwei
graue Symbole dahinter sind. Ja. Vielleicht könntest du uns da auch gerade nochmal erklären, was bedeutet grün-grün, genau. Was bedeutet grau-grau, rot-rot. Genau. Also mit den Farben hat es natürlich was auf sich. Es ist einfach so, wenn ihr seht, dass die Schrift hinter dem Symbol in grau dargestellt ist, dann heißt es erst einmal, dass ihr keine Combo gefahren habt. Das heißt, ihr bekommt weniger Punkte, wenn ihr nicht wirklich, sag ich mal, Aufgabe und Richtung abwechselt. Ja? Aber jetzt war es eigentlich gar nicht der Punkt, sondern es ging jetzt ja konkret darum, um den 360 Grad. Um den 360 Grad. Jetzt kann man nicht hochscrollen, jetzt sieht man nicht, was er davor gemacht hat. Das ist ein bisschen schwierig. Hier hat man gesehen, dass er den 360 Grad nicht fertig gefahren hat. Und deswegen wahrscheinlich, dass er... Das kann gut sein, ja. Genau. Wenn er nicht fertig gefahren hat, das ist eine Möglichkeit. Ja. Auch eine wichtige Sache, bei den 360 Grad und bei den 180 Grad habt ihr, wie gesagt, 5 Messpunkte für die 180 oder eben für die 360 Grad. Wenn ihr vorher den Drift abbrecht, also zu weniger als 10 Grad Driftwinkel habt oder eben komplett geradeaus weiterfahrt oder in die nächste Figur fahrt, dann wird ab da die Punktewertung abgebrochen und ihr bekommt aber trotzdem die Punkte, die ihr bis dahin gesammelt habt. Natürlich könnt ihr so nicht das Maximum rausholen, aber ihr bekommt trotzdem Punkte. Und das kann eben ein Grund sein für eine schlechtere Wertung. Oder eben, weil man ja auch schön gesehen hat, dass da noch rot war. Und wenn natürlich die Symbole rot dargestellt werden, dann heißt das einfach, dass ihr einen Fehler in dem Zufall gemacht habt, dass ihr entweder eine Figur oder eine Richtung wiederholt habt, ohne ein Clear dazwischen zu fahren. Oder eben zum Beispiel zu gerade mit der Figur, in die Figur hineingefahren seid, ohne entsprechende Driftwinkel. Okay, genau. Nächste Frage. Wird es später mal noch eine Übersicht geben oder werden die Gymkhana Highscores irgendwo gespeichert, dass ich zum Beispiel auch 4-5 Mal hintereinander Gymkhana fahren kann und dann erst nach den 5 Runden mal schauen kann, wie hat sich die Highscore entwickelt, wo war meine beste Highscore, wo war die schlechteste Highscore? Ja. Also wir werden da weiter eine App arbeiten, das auch aufzubauen oder noch komplexer zu machen, dass man eben mehr und mehr auch Analysen oder Results-Sachen sehen kann. Das ist jetzt alles, das muss ich halt entwickeln, das hat mir vorher auch nicht alles auf dem Schirm, was da alles an Möglichkeiten kommt. Mhm. Und dementsprechend ist es dann einfach viel Arbeit, die App da auch so weit zu erweitern, dass man das alles dann auch in verschiedenen Menüunterpunkten wieder sehen kann. Prinzipiell möglich ist das auf jeden Fall. Und was wir auf jeden Fall machen werden recht zeitnah, ist, dass eure Highscores, was jetzt schon passiert, in die Datenbank hochgeladen werden. Also die werden jetzt schon auch bei euch in eurem Datenbank-Account gespeichert. Wir haben aber vor, das so zu machen, dass die dann auch mit eurem Account, wenn ihr euch bei uns in der Community angemeldet habt, in unserem Forum, dass die Punkte damit eben auch verknüpft sind. Und dann können solche Auswertungsgeschichten können dann eben auf der Community-Plattform im Forum passieren. Und das ist natürlich wesentlich flexibler. Da kann man dann also auch, also nicht weekly best, monthly best oder monatlich Bestenlisten machen. Dann gibt es Ranglisten, wenn ihr dann entsprechend da anklickt, dass ihr einverstanden seid, dass eure Punkte auch mit anderen geteilt werden, dass andere die sehen können. Dann gibt es da ein Ranglisten und dann seht ihr auch ganz genau weltweit. Und das ist ja das Ziel gewesen, dass man sich weltweit mit anderen battlen kann und sehen kann, wo stehe ich denn im Vergleich zu anderen. Sehr schön, also steht noch einiges an. Ja. So, hier ist die Frage aufgetaucht mit einer Fehlerkennung. Die Strecke wurde mit Spots ausgeleuchtet und ist die Frage, kann es sein, dass wenn die Spots zu hell sind, dass die Targets eventuell reflektieren und dadurch die Linienerkennung nicht perfekt ist? Im Prinzip ja, sondern reflektieren nicht. Es ist so, der Sensor selbst funktioniert mit Infrarot. Also wir haben einen Infrarot-Sender und einen Empfänger, das Ganze geht über Infrarot. Und wenn jetzt ein Licht, eine Lampe, die ihr aufstellt, einen extrem hohen Infrarot-Anteil hat, was es durchaus gibt, dann kann es schon sein, dann verschlechtert es quasi die Sehfähigkeit unseres Sensors. Ja? Das ist tatsächlich möglich. Das liegt aber sehr stark an der Art und Weise, der Art der Lampe selbst. Im Normalfall ist es aber relativ, da muss man schon viel Licht drauf geben oder ein sehr infrarotlastiges Licht haben. Das heißt, auch im Gegenzug, es kann nicht zu dunkel sein. Nee, zu dunkel kann es eigentlich nicht sein. Im Gegenteil, das müsste eigentlich eher ein Vorteil sein. Ich weiß, das wird auch schon öfter berichtet. Ist aber physikal oder technisch nicht nachvollziehbar. Haben wir es auch noch nicht beobachtet, dass es im Guten oder schlechter gehen würde. Okay, hier nochmal eine ähnliche Frage. Wird es eine Statistik geben der Gymkhana-Punkte? Durchschnittspunkte pro Lauf, beste Punkte pro Lauf, jeweils beste Punkte pro Target, ist auch einzeln aufgeschlüsselt. Wie gesagt, das ist alles eine Frage dessen, wie weit wir da die App weiter programmieren, das werden wir tun. Wir gehen halt immer bei dem Ganzen momentan immer so nach Prioritäten vor, weil wir haben halt einfach begrenzte Kapazitäten, was Entwickler angeht.
Das Ganze ist sehr, sehr komplex, weil es ja immer auf allen Plattformen wieder laufen muss, auf jedem Endgerät. Das ist nicht so einfach, nur einfach eine kleine Änderung, wie nur ein Symbol irgendwie anders platzieren kann, dort da was ganz schön Rattenschwanz hinter sich herziehen. Und deswegen gehen wir einfach momentan immer noch so in der Reihe nach First Things First vor, dass wir halt jetzt erstmal schauen, dass neue Features zukommen, die wirklich den Spielspaß erhöhen und weitere Möglichkeiten bieten, als jetzt so Detailgeschichten dann nachher noch umzusetzen. Machen wir alles parallel, immer so, wie es halt eben auch gerade zusammenpasst. Manche Dinge hängen ja irgendwie auch zusammen. Manchmal brauche ich das eine fürs andere und machen was mit. Aber letztendlich sehen wir uns nach, dass wir da halt eben versuchen, so vorzugehen, dass es für alle, für uns und für euch den meisten Nutzen bietet. Okay. Warum haben die neu angelegten Accounts keine Münzen mehr von Beginn an? Ja, super, Überraschung. Nein. Es ist so, wir haben Folgendes gemacht, das haben wir aber ehrlich gesagt ein bisschen verschwitzt, durch das zu kommunizieren. Wo wir jetzt losgelegt haben, weil Gymkhana rauskam, haben viele von euch ja schon richtig viele Punkte euch sicher spielt im Vorfeld. Und da muss man ja mal einen Cut machen, natürlich auch bei Null anfangen und sagen, ab jetzt gibt es dieses System und jetzt könnt ihr euch Punkte erspielen. Aber irgendwie fand man es halt noch ein Stück weit unfair, dass halt doch viele sich schon einiges erspielt haben. Deswegen haben wir es so gemacht, dass man da eben halt schon für den Start, wenn man schon angemeldet war mit dem Account, bis zu 3 Münzen schon mal hatte. Direkt freigeschaltet, als kleines Dankeschön, wie auch immer, dafür, dass halt schon gespielt wurde. Das haben wir zum Start des Releases so gehabt, haben es dann aber jetzt 1-2 Tage später abgeschaltet, weil natürlich das sonst nicht funktioniert. Weil sonst lege ich mir 10 Accounts an und das jedes Mal Münzen, das funktioniert einfach nicht. Ne? Also das konnte man nur als kleines Dankeschön euch so einbauen, mussten das aber natürlich wieder rausnehmen. Also in Zukunft, wenn ich mich neu anmelde, muss ich wirklich bei Null anfangen. Okay, wunderbar. Jetzt geht es so ein bisschen in Spielmodus rein. Wie setzen sich die Punkte bei der Super Combo zusammen? Oder wann kommt die Super Combo überhaupt zustande? So. Kannst du auch erklären, oder? Naja gut, die Super Combo setzt sich zusammen daraus, dass man alle 4 Targets nacheinander mit einem Richtungswechsel gefahren hat. Und als Belohnung bekommt man dann auf die letzte gefahrene Prüfung eben nochmal einen Bonus obendrauf. Genau. Ja, das ist also auch jetzt, sag ich mal, Teil des Spiels, auch rauszufinden, welches ist vielleicht meine Stärke und welches Target setze ich denn als letztes ein. Weil es verdoppelt wird, genau. Ja. Okay, das heißt, von der Reihenfolge her, immer das letzte Target wird verdoppelt bei der Super Combo. Ja. Genau, also sobald du alle 4 Aufgaben hintereinander wegfährst, musst du übrigens auch nicht mal unbedingt die Richtung wechseln, es reicht auch, wenn du den Clear aus. Die müssen gewertet, sauber gefordert sein und sauber gewertet sein. Und sobald alle 4 durch sind, wird aufs letzte die Super Combo ausgelöst und ihr bekommt für dieses letzte Target die doppelte Punktzahl. Ah, okay. Also das könnt ihr natürlich. Muss ich beim Aufbau schon drauf achten, da taktisch klug. Wenn es so ist, dass ich sage, da habe ich eine Figur, die besonders viel Punkte macht, das tatsächlich Sinn, wenn man es das letzte rauskitzeln will. Und ihr könnt natürlich diese Super Combo innerhalb einer Minute so oft fahren, wie ihr es eben hinbekommt. Okay. Und es dürfen nicht 4 beliebige Targets sein, sondern es müssen 4 unterschiedliche Targets nacheinander sein. Genau, die 4, die es gibt, hintereinander weg. Okay. Ja. Alles klar. Dann, nachdem ich die Super Combo dann gefahren habe, komme ich irgendwann ins Ziel. Mit dem Zielstreik kommt dann auch immer noch eine zusätzliche Punktezahl. Wie setzt die sich zusammen oder was beinhaltet die? Das ist so, wir haben ja diese 1 Minute Rahmenzeit und wenn ihr es schafft, vor Ablauf dieser Zeit, wenn es noch so knapp ist, aber vor Ende der 1 Minute über die Ziellinie zu fahren, dann kommt ihr auf alle Punkte, also auf die komplett bis dahin erfahrenen Punkte, nochmal 20% als Bonus obendrauf. Okay. Also ganz wichtig, das sollte man unbedingt mitnehmen, immer schauen, dass ihr da auf jeden Fall bisschen Puffer lasst, also das wird ja auch angezeigt, mit 15, 10, 5 Sekunden, dass ihr da rechtzeitig über die Linie fahrt, sonst verschenkt ihr dann auch einen Punkt. Okay. So, dann kommen wir nochmal zum Thema schwarzer Bildschirm. Mhm. Da haben wir jetzt auch schon mitbekommen in der Community, dass es mehrere schwarze Bildschirme gibt, also mehrere Ursachen. Ja, es gibt jetzt zwei Dinge. Das eine ist, dass ihr tatsächlich irgendwo entweder gleich oder beim Ausführen des Fahrzeugs oder so dann einen schwarzen Bildschirm plötzlich habt. Das war ein Problem. Dadurch, dass wir jetzt so viele Sachen geändert haben, manche Sachen dann doch halt eben auf dem Handy in der internen Datenbank gespeichert bleiben und dann gab es dazu eine Kollision. Heißt, es bleibt nichts anderes, das haben wir dann auch kommuniziert, oder blieb nichts anderes, als die App komplett zu löschen und neu zu installieren. Dann hat es funktioniert. Wir haben das jetzt, so wie es aussieht, fixen können, mit dem Patch, das noch hinterher kam, sodass das nicht mehr passiert, dass man es auch direkt überschreiben kann. Ich empfehle aber trotzdem grundsätzlich, wirklich einmal die alte App zu deinstallieren, wenn man so eine große Änderung machen wie diesmal,
und dann neu zu installieren. Und das Zweite, was jetzt teilweise auch noch dann in einen Topf geschmissen wird, was aber was anderes ist, wir haben einen kleinen Bug jetzt drin, der uns irgendwie passiert ist beim, ich kann es nicht erklären, was und warum, wieso, weshalb, aber es ist so, dass man ja am Anfang diesen Anmeldescreen hat, wo man sich registriert, wo ihr euch ja auch dann wieder neu anmelden müsst, wenn ihr eben die App geupdatet habt. Und da gibt es ein Pop-up-Fenster, das aufgeht, das eigentlich normalerweise sagt, Benutzername, E-Mail oder Passwort falsch. Ja? Und alles, was passiert ist, ist, dass der Text rausgeflogen ist. Das heißt, dieses Fenster kommt dann und ist aber leider nur schwarz und unten steht leider nur OK. Also wenn es kommt, heißt es einfach nur, ihr habt entweder jetzt eine falsche E-Mail oder Passwort eingegeben oder was blöd ist, natürlich damals vielleicht bei der E-Mail vertippt beim Eingeben oder beim Passwort, wie auch immer. Und ja, Passwort könnt ihr zurücksetzen, gar kein Thema, einfach auf Passwort erneuern gehen, dann gibt es ein neues Passwort, dann geht es wieder. Wenn ihr natürlich eine E-Mail-Adresse eingeben habt, die nicht stimmt und die jetzt nicht mehr wisst, dann wird es schwierig. Dann hilft eigentlich fast nichts, als sich neu anmelden und einen neuen Account anlegen. Wird sich aber auch nicht ändern, wenn der Screen funktionieren wird, weil wird es gleich halt einfach nur dastehen. Und wenn so ein Problem einfach ist mit einem schwarzen Bildschirm oder dass ein Auto nicht erkannt wird, einfach das Auto mal löschen, ja, wieder neu binden, okay, das Foto ist dann weg, so wie wir jetzt vorhin gesprochen haben, wird das aber auch irgendwann mal so sein, dass die Fotos eventuell noch in den Karten stehen bleiben, aber einfach mal Fahrzeug löschen, vielleicht Handy neu starten, diese Dinge einfach mal probieren und meistens, also in 99% aller Fälle funktioniert es dann auch. Ja, ist so. Genau. Woran kann es liegen, dass ab und zu die Speed-Drift-Linie oder die Angle-Drift-Linie als Ziellinie erkannt wird? Allgemein, warum kann es passieren, dass man so die Tage falsch erkannt wird oder gar nicht? Ja. Also wir haben da eigentlich, gibt eigentlich eine Erklärung, die jetzt wirklich, also es ist immer noch ein Sensor, der hier mit recht hohen Geschwindigkeiten beim Fahrzeug, das sie in sich auch bewegt, da wirklich so einen Code erkennen soll. Das ist schon technisch alles sehr komplex und nicht ganz einfach. Und dass das mal auch mal schief geht, ist nicht 100% zu vermeiden. Inzwischen sind wir richtig, richtig gut, bei ich sag mal 95% oder deutlich besser sogar, mit einer Einschränkung. Dieser Sensor reagiert halt auf Hell-Dunkel-Schwellen. Ja, das seht ihr ja bei den alten Codes, wo man das schwarz-weiß so schön gesehen hat, der erkennt zwischen hell und dunkel. Wenn ihr jetzt auf einem Boden fahrt, der extrem strukturiert ist, der also viele hell- und dunkle Passagen hat, das kann ein sehr maseriger Holzboden sein, also sowas wie hier ist völlig unkritisch, ein heller Boden und ein recht dunkler Boden, aber wenn ihr einen Boden habt, der extrem hell- und dunkel Unterschiede hat, dann kann es tatsächlich sein, dass der permanent irgendwelche Sachen auffängt. Es gibt leider auch, ich habe jetzt 10 Strecken von Anbietern, also nicht von uns direkt, da haben wir natürlich darauf geachtet, auf unseren Strecken, dass das eben nicht passieren kann. Aber es gibt andere Strecken für Drift, wo leider die Struktur, die Textur so ist, dass das eben offensichtlich passiert. Und dann fängt er sich Sachen ein, dann kommt noch ein Code, und dann hat er davor schon irgendein Bit gelesen und dann kann es passieren, dass er halt einfach aus dem Code einen anderen macht. Das ist das Problem offensichtlich. Und ja, da hilft eigentlich nur entweder einen ruhigeren Untergrund suchen, auf dem man fährt, oder zumindest, dass man sagt, dass man in dem Bereich vor dem eigenen Target, ungefähr vielleicht so breit wie das Target selber ist, schaut, dass da nichts Farbiges ist. Das muss jetzt nicht wie früher mal Wasserladen weiß sein, das kann auch schwarz sein, aber einfach Uniform, damit der Sensor dann irgendwelche Informationen aufschnappt und die mit dem eigentlichen Code vermischt. Okay. Und wenn er so schlecht zählt, zum Beispiel die Ziellinie? Wenn es nicht, wenn es gar nicht erkennt, meinst du? Genau. Gut, wie gesagt, das kann ja, immer auch mal so passieren. Ne? Die zwei hintereinander kleben, darauf wollte ich eigentlich nicht. Genau, nach wie vor. Also das kann man immer noch machen. Wenn ihr da einfach sicher gehen wollt, dann könnt ihr euch immer zwei Linien hintereinander legen. Wir haben das alles so programmiert, dass dann nichts doppelt erkannt wird. Das erkennt das Auge, wenn die Nadeln übereinander liegen, passiert da gar nichts. Ihr könnt wirklich zwei Linien hintereinander legen. Insbesondere gilt es tatsächlich auch für die Targets. Also ihr könnt jetzt auch wirklich hergehen und euch, keine Ahnung, ich mache das jetzt einfach mal hier so viel. Und jetzt sagt ihr, wir haben hier den Speed, dann legen wir uns einfach hier noch einen hinten dran, könnt ihr direkt oder ein Stück weg oder bei dem Engel oder bei einem Kreisfigur vielleicht auch so legen, wie auch immer, aber eigentlich am besten direkt hinten dran. Und dann habt ihr den doppelt und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ihn jetzt nicht mehr erkennt, wie wir vorher schon, weil ich sage jetzt mal 95% plus sind, dann könnt ihr euch ausrechnen, dass es da ziemlich sicher funktioniert. Also das ist durchaus eine Möglichkeit, um sich den Ärger zu sparen, dass da vielleicht mal was nicht kommt. Nett erkannt wird. Legt euch zwei hintereinander und dann seid ihr safe. Speed Drift! Clear! Das hat er nicht erkannt, ne? Doppelt, ja gut. Aber es war ja doppelt. Alles gut, ja.
Aber er hat es trotzdem noch einmal erkannt. Genau. Gut, also. Weiter geht's. So haben wir noch eine Sperre drin. Weiter geht's. Ganz wichtige Frage, was sich in jeder Gruppe gerade lesen lässt. Wird es die Gymkhana-Tages auch zum Selbstausdrucken geben? Mhm. Ja. Nein, werden wir nicht machen. Ganz bewusst nicht, weil, ihr seht, wir haben es gerade drüber gehabt, das Ganze ist schon funktionsrelevant oder kritisch, dass diese Tages wirklich perfekt funktionieren und das Auto auch abgestimmt ist. Und die Fahrzeuge sind jetzt inzwischen auch wirklich auf diese Linien abgestimmt. Wir haben vorher versucht, das zu erschlagen, das war der erste Ansatz, dass man wirklich selber ausdrucken kann und dass jeder Drucker hat andere Tinte, jedes Papier ist anders, andere Sättigung. Ja? Und da haben wir versucht, das eben so breit zu bekommen, dass der Sensor trotzdem immer funktioniert, haben aber gemerkt, da gibt es so große Unterschiede. Es gibt auch Tinten, schwarze Tinten, die von unserem Sensor überhaupt nicht als schwarz erkannt werden. Mhm. Ja? Also das hat einfach sich nicht bewährt und deswegen haben wir gesagt, nein, machen wir nicht mehr. Wir haben jetzt diese Tages, die kosten jetzt wirklich nicht die Welt, die funktionieren dann auch vernünftig. Nehmt euch die und dann habt ihr Ruhe. Alles andere macht keinen Sinn. Wenn die einer sich selber nachzeichnen will, soll das tun, aber wir werden sie anbieten, weil ich nichts anbiete, was nicht funktioniert. Genau. So, ein Community-Mitglied fragt, er hat sich jetzt die Sport-Edition gekauft und möchte gern auf die Gymkhana-Edition updaten. Ja. Wie ist der Ablauf? Wo kann er das sich jetzt kaufen? Und dann, genau. Ja. Also, das ist eigentlich, jetzt haben wir gar keine Sport-Edition da, so schon was vorführen können. Aber im Prinzip ist es relativ simpel, wenn ihr praktisch in der App drin seid und habt eine Sport Edition, dann seht ihr das schon direkt an der Karte, also vorne im Kartenscreen, dass da so eine Banderole ist, wo drauf steht Sport Edition. Da könnt ihr draufklicken, da gibt es eine Option updaten oder ihr klickt dann später irgendwo auf eine der Funktionen, jetzt den Shop, und dann kommt automatisch das Pop-up, hey, wenn du die vollen Funktionsfragen haben willst, dann hier updaten. Also kann ich in der App Ihr könnt direkt aus der App raus und wenn ihr da draufklickt, dann landet ihr direkt bei uns im Shop an der richtigen Stelle und das Geile ist, es wird direkt die MAC-Adresse, also die Fahrzeugadresse, die wir ja brauchen, weil das ist ja bezogen auf die eindeutige ID von diesem Fahrzeug, wird direkt in den Shop übertragen und man muss eigentlich nur noch den Bestellvorgang abschließen und 2 Sekunden später ist euer Auto freigeschaltet. Du hast gerade die MAC-Adresse erwähnt, da kommt die Frage, was ist die MAC-Adresse und woher bekomme ich die MAC-Adresse? Ja, das ist ein guter Punkt, weil, was natürlich nicht funktioniert, wenn ihr euch jetzt am PC einloggt und wollt Stop machen und habt das Auto gar nicht in dem Moment in Verbindung, dann habt ihr natürlich auch keine MAC-Adresse. Das heißt, ich kann es auch am PC, am Online-Shop dazu buchen? Ja, natürlich, geht genauso, nur da müsst ihr die Adresse händisch eingeben. Das zeige ich euch dann nochmal ganz kurz. Also, jetzt haben wir hier einmal Yellow Beast. Und ihr seht, der ist hier schon drin. Jetzt ist es so, wenn der schon drin ist, seht ihr die Adresse leider nicht mehr. Macht einfach folgendes. Einmal kurz das Auto rausschmeißen, passiert nichts. Und einmal neu hinzufügen. Und dann scannt er und jetzt seht ihr hier, Yellow Beast. Und hier hinten steht eine Nummer. Und das ist die MAC-Adresse. Also diese Adresse, so wie sie hier steht, genau so geschrieben. Die Doppelpunkte sind jeweils, das sind immer ein Feld mit 2 Ziffern, das bei uns auf der Webseite, und da jeweils diese Ziffern so eingeben, wie sie hier stehen, und das ist alles. Wenn ihr die eingebt und dann auf Bestellen geht, wird genau euer Fahrzeug entsprechend auch freigeschaltet. Super. Ich hatte noch eine Frage gelesen, da hatte jemand mehrere Sport Edition, also viele haben sich ja das Set gekauft. Ja. Die müssen pro Fahrzeug die Freischaltung machen. Natürlich, das ist wie alles Tuning auf ein Fahrzeug natürlich auch bezogen, ganz klar. Ja. Okay. So, wie ist die Gewichtung der einzelnen Targets? Also Winkel gegenüber Geschwindigkeit. Ja, habe ich ja vorhin eigentlich schon vorweggenommen. Es ist eben so, dass es eben 2 Winkelaufgaben gibt und 2 Speedaufgaben. Und jeweils ist es eben genau so, dass es halt bei der einen deutlich mehr Punkte für den Speed gibt und bei der anderen deutlich mehr Punkte für den Winkel. Sprich, wenn ihr wirklich optimal Highscores erfahren wollt, das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Ihr könnt natürlich, das ist das Schöne, das ist auch ein Teil von dem Spiel, was ich auch so schön finde, dass du dir wirklich das Bauen oder das Auslegen des Kurses selber ist eigentlich ein Teil des Games. Also du kannst es auch nicht bescheißen, weil das ist wirklich, du musst für dich den Kurs so bauen, wie du persönlich der Meinung bist, die besten Highscores zu erfahren. Das ist auch eine Geschmackssache, eine Stilsache. Der eine fährt lieber mit Speed und hat dafür auch mehr Spaß, der andere will lieber halt eng und präzise fahren, geht beides. Und beides kann zum Erfolg führen und auch bessere Punkte geben.
ein idealer Kurs ist schon so, dass ihr die beiden Speed-Aufgaben, dass ihr die nicht zu eng macht, sondern ein bisschen Platz lasst, dass quasi bei den Speed-Aufgaben auch wirklich ihr vorher ein bisschen Fahrt aufbaut und da wirklich mit Geschmack ist drüber fahrt. Und dann aber wieder verzögern und dann wieder eng über die Winkelaufgaben. Mhm. Und so macht es dann ja am meisten Spaß, weil da ist ja viel Dynamik, viel Bewegung drin. Aber das ist natürlich, Leute, das ist natürlich immer so eine Frage der Skills. Ja? Wenn ihr am Anfang mit manchen Aufgaben auch über Vorderzeit, dann legt euch halt nur zwei Tage hin oder drei und dann fahrt erstmal die vernünftig. Ne? Da kann man sich herantasten. Ich kann mir meinen Kurs so bauen, wie ich eben möchte. Ich kann mir auch so viele Tage, wie ich möchte, da platzieren. Ich muss ja nicht nur die vier nehmen, ich kann mir auch ein zweites Set verteilen und kann mir einen längeren Kurs bauen. Ne? Und dann eine Variable, wo ich mal das überfahre. Alles up to you, ist alles eure Entscheidung und das ist eigentlich Teil des Games, sich da eine coole Strecke zu bauen. Und wenn wir mal später mal Events machen oder wenn ihr euch trefft mit Kumpels, dann baut ihr eine Strecke und gebt die vor und dann ist die heute so. Mhm. Dann kann man sich ja wieder messen untereinander. Ne? Es ist dann egal, ob die jetzt optimal auf Maximalpunkt ausgelegt ist. Mhm. Hauptsache, ihr könnt euch da untereinander betteln und sehen, wer hat jetzt den Kurs besser gefahren. Sehr schön, hört sich noch Spaß an. So, kann man die Tuning-Münzen nur im Gymkhana-Modus oder auch im Drift- und Race-Modus erfahren? Also ihr bekommt tatsächlich so Punkte, so wie bisher auch für jeden Drift, den ihr sonst hinlegt. Also auch im Race-Modus, wo die Autos ja auch leicht ausbrechen, gibt es auch Punkte. Hat natürlich mehr auf die Geschwindigkeit wieder als auf den Winkel. Aber auch da gibt es Punkte. Das heißt, ihr erfahrt euch dann immer eigentlich irgendwo Punkte. Natürlich relativ wenige, weil es ist schon so, dass die Idee ist, dass ihr euch in dem Gaming-Modus, in dem Gymkhana-Modus wirklich Highscores erspielt. Ne? Und da haben wir jetzt gesehen, dann die ersten sind jetzt so bei 15.000 Punkte? Knapp. Oder 15.000. Mal schauen, wenn die Marke knackt, dann ist so der Bereich, was man mit einem guten Run schaffen kann, tatsächlich. Ne? Okay, genau. Wunderbar. Dann bin ich erstmal. Sind wir durch? Mit den ganzen Fragen am Ende. Am Ende, gut. Vorerst. Wir sind mit Fragen am Ende. Alles gut. Nein, super. Für uns war jetzt einiges. Ich glaube, da haben wir jetzt recht viel erklären können. Ich glaube, damit ist auch echt gut. Der ganz schön lang geworden. Jo. Aber ich denke, das war jetzt wichtig, weil die letzten Tage haben sich doch schon sehr viele Fragen. Ja, das war auch blöd, dass wir schon im Prinzip halt da erstmal kurz allein lassen haben mit, aber wir haben die letzten Tage so dermaßen viel zu tun, das Update fertig zu bekommen, alles auf die Straße zu kriegen, dass das Thema hier auch ein Video machen hat, das alles erklären, so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Aber jetzt haben wir es ja wirklich gut gemacht, ich fand es eine gute Aktion, das hat jetzt perfekt funktioniert. Tausend Dank euch beiden, dass ihr gekommen seid, weil das ist ja, viel, viel schöner und besser, als wenn man hier alleine irgendwas erzählen kann. Auch danke für die ganzen Fragen, weil das war also eine perfekte Basis, um hier einfach die Antworten zu geben, wo die Fragen auf sind. Und super. Ich würde nochmal auf das Forum hinweisen, ja, weil da sind einfach alle Targets, alle Möglichkeiten, alle Vorgaben, also mit Bildern, welchen Winkel das Auto haben muss. Der Text ist ganz wichtig dazu. Kann ich einfach nur empfehlen, weil da erklärt sich einiges einfach von alleine. So sieht's aus. Ne? Also direkt bei uns im Forum in der Bildergalerie haben wir es jetzt rein, damit es öffentlich ist, damit es auch jeder sehen kann. Das ist, da suchen wir uns auch einen besseren Platz, das müssen wir auch nochmal haben. Aber da ist alles drin und bei den Bildern ist eben jeweils auch eine Textbeschreibung dabei und da ist auch nochmal genau beschrieben, wie es gemeint ist. Ne? Da mal reinschauen. Ja. Also, sehr schön. In diesem Sinne, Ulf, Norman, tausend Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung, Martin. Perfekt. Gerne wieder. Ja, jederzeit. Und in diesem Sinne würde ich sagen, frohes Gymkhana-Driften. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten, genau. Tschüss. Ciao. Ciao.